Bitte stoppt doch jemand diesen billigen Angriff. Assault heißt Anschlag. So. Oh, Sirene! Jeffrey ist im Krankenwagen gerade noch. Sie bringen ihn zum Krankenhaus. Nach ein paar Tritten oder was? Was zur Hölle ist die NWO? Oh, was zur Hölle ist die NWO? Was zur Hölle macht die NWO nur? Haben sie immer noch nicht genug? Auch schön. Der arme Jeffrey. Jetzt sind wir erstmal für fünf Monate verletzt. Schaut nur, es ist Hogan. Was? Was hat er denn jetzt vor? Oh oh. Ich werde einen Smackdown und diesen verkrüppelten Arsch setzen oder so. NWO-Style. Oh mein Gott. Tu es nicht. Tu es nicht. Oh oh. Oh oh. Auch wenn es gerade ein Slow-Mo ist. 30 FPS. Nein. What the fuck? Jeffrey ist immer noch in der Krankenwagen. Das ist unglaublich. Wie bärstig oder wie eklig. Oder irgendwie so. Oder ekelhaft oder whatever. Und jetzt Roster. Vielleicht machen wir eine Promo im Rollstuhl oder so. Aber Brock Lesnar ist immer noch Intercontinental Champion. Da war er ja Undisputed Champion und Intercontinental Champion in einem. Es war zuletzt der Ultimate Warrior. Ich weiß nicht mehr. Schon lange her. Wir haben kein Match. Verständlich. Oder vielleicht müssen wir sogar antreten oder so. Vielleicht werden wir so provoziert. Oder vielleicht werden wir so herausgefordert. Das wäre was. Bei SmackDown. Jeffrey ist zurück. Ein Glück hat er diesen Vorfall überlebt. Letztens. Er sieht nicht so gut aus. Du liegst richtig. Du liegst exakt richtig. Denke es hier, um seine Dings anzukündigen. Schau auf die NWO. Was für Nerven sie haben, hier nochmal aufzutauchen. Ich hab dir gesagt, du sollst in den NWO-Weg. Du sollst uns nicht in die Quere kommen, Brother. Mach weiter. Und sag das, was du sagen wolltest und warum du hergekommen bist. Aber ja, ich will dich und ich, ich will dich in einem Singles Match beim Pay-Per-View. Ja, ich will Hulk Hogan fertig machen. Jeffrey, zieht sich nicht zurück oder, ja, irgendwie so. Er hat eine Challenge ausgesprochen. Das ist lebensmüde. Er ist immer noch verletzt, JR. Hogan ist hier. Und dieses Mal ganz alleine. Ich bezweifle das. Sie verstecken sich wahrscheinlich irgendwo. Ich weiß, der Royal Rumble Champion hat die Title-Möglichkeit bei WrestleMania. Aber irgendwas ist nicht richtig darüber. Oder irgendwas ist falsch. Oder keine Ahnung, so. Ich weiß schon, was ich meine. Ich meine, einen Title-Shot bekommen, bevor man mich geschlagen hat. Das kann nicht sein. Also ändere ich die Dinge, so wie sie hier funktionieren. Ich werde ein First Contender Match haben beim nächsten Pay-Per-View. Was? Was? Er kann das nicht machen. Das kann er nicht machen. Was ein großes Ego dieser Mann ist. Oder nee, was für ein großes Ego dieser Mann hat. So funktioniert die NWO. Ja, ja. Übersetzungs-Skills. Also haben wir ein Match gegen den Hulkster, mein Gott, ist das ein Kackwort. Hulkster himself. So, ach Gott, ich glaube, die sind bei No Way Out 2002 debütiert. So, soweit ich mich erinnern kann. Das ist das letzte Pay-Per-View bevor WrestleMania. Oh Gott, vielleicht schaffen wir das ja sogar schon in dieser Session, das Let's Play zu beenden. Oh, 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 oh. Dann muss ich hier nach gleich der Aufnahme Video hochladen, hier von wegen. Finisher-Vorschläge. Haut hinter.
Wir haben ein Singles-Match gegen X-Pac. Ich will jetzt mal gucken, ob X-Pac wirklich in der NWO war. War es nicht Scott Hall? Ja, ja. NWO. New World Order. So. Ja, ja, also warte mal, Moment. Natürlich. So, Moment. Die Mitglieder 2002. Ja, doch, X-Pac war dabei. Hulk Hogan, also 2002, Kevin Nash, Scott Hall, X-Pac, Big Show, Shawn Michaels, Booker T. Mann. In Japan gab es auch NWO. Auch schön. Gab so einiges hier. Okay. Genug davon. Eine kleine Lehrstunde für euch. Hallo? Hallo? Da ist jemand. Ey, schon wieder der Spasti. Was bist du denn immer hier? Was will er hier? Oh, Brother, bitte hilf uns. Alright, alright. Gott segne dich. Wie helfe ich ihm jetzt? Ich habe kein Match, wer? Nein, gut. So, und jetzt? Hallo? Hallo? Nichts passiert. Auch schön. Me down. Ja. Ben Wall. Cruiserweight Championship. Wer ist denn der Champion? Christian wahrscheinlich, ne? Skip, skip, skip. Broken down. Hulk Hogan hat ein Match gegen Kane, unseren eigentlichen Gegner bei WrestleMania. Ich sag, Kane gewinnt. Nein, schade. Schade. Dann haben wir halt unser Match gegen X-Pac. Klar, warum nicht? Wow! Wat? Ach stimmt ja, wir sind ja bei Dings. Wir sind ja bei No Way Out. Ich dachte, wir sind noch bei SmackDown oder so. Hollywood Hulk Hogan ist zum Number One Contender geworden. Wird er nun Jeffrey als nächstes antreffen? Der Undisputed Championship wird nicht auf dem Spiel stehen. Kann irgendjemand die NWO stoppen? Oh oh. Oh oh. Oh oh. And you hit the ground. Ah, hier, komm mal her. Zack, zack, zack. Rope break, klar. Was? Mein Gott, nochmal. Mein Gott. Oh, bam. Wunderschön. Nein, ich will noch gar nicht pinnen. Ich spiele immer noch auf Legend. Nicht, dass ihr denkt, ich bin wieder zurückgestellt auf Rommel oder so. Ich habe nichts verändert, seitdem ich auf Legend gestellt habe. Bei der dritten Session. Für die, die später eingeschaltet haben. Oder später zuguckt haben, irgendwie abhakt. 20 oder was weiß ich. Ich habe am Anfang auf Normal gespielt. Hab dann gemerkt, dass es mir zu einfach war. Hab dann auf Hard gestellt. War mir dann immer noch zu einfach. Und das spiele ich auf Legend. Das ist eigentlich immer noch ganz schön einfach. Obwohl ich schon ein, zwei Mal verloren habe. Aber trotzdem, allgemein ist es ziemlich einfach. Jo. Aber was soll man machen? Ich könnte ja auch so einstellen, dass die Gegner immer konnten. Das kann man, ich denke, dafür gibt es Cheats. Also es gibt auf jeden Fall Cheats, dass die Gegner nie konnten. Dann wird es anders unwahrscheinlich auch sowas geben. Würde ich mal behaupten. So, fick dich. So, was eine Close Line. Eine Lesnar Close Line. Stehst du mal auf? Stehst du mal auf? Stehst du mal auf? Ich hab something in mind. In my mind. Dropkick, nein, Spear war es nicht ganz. Oh oh. Wie kommen wir überhaupt dazu, dass wir X-Pac treffen hier? Ich weiß, wir haben eine Fehde mit der NWO, aber wir haben mit X-Pac noch nie Match gehabt oder es wurde nie angekündigt oder irgendwie sowas. Schließlich sind wir WWE Champion. Eigentlich müsste. Oder Undisputed Champion, eigentlich müsste ja
tatsächlich jetzt schon auf dem Spiel stehen. Aber normalerweise wird er immer beim Pay-Per-View vor WrestleMania nochmal verteidigt. In den letzten Jahren, ja, denn bei Elimination Chamber, oder in Deutschland heißt er ja No Way Out, oder No Escape, oder keine Ahnung, alles der gleiche Scheiß. Falls ihr das nicht wisst, Deutschland heißt Elimination Chamber nicht Elimination Chamber, sondern No Way Out, wie gesagt. Und zwar aus dem Grund, weil wenn man Elimination Chamber übersetzt, kriegt man Vernichtungskammer. Und als sich da die Deutschen ein bisschen pissig haben, wegen unserer super tollen Vergangenheit, vor 60, 70 Jahren, ist das so. Ironie aus. Okay, wie findet ihr das? Diese Art von Zensierung, wenn man so will. Schreibt es in die Kommentare. Oder habt ihr es überhaupt mitgekriegt? Das ist ja bloß bei Sky so. Falls ihr nicht über Sky guckt, sondern über andere legale Möglichkeiten natürlich, dann werdet ihr sowas wahrscheinlich nie mitgekriegt haben oder ihr habt es irgendwo in irgendwelchen Foren gelesen oder sonstiges. Dann kriege ich Content. Nein, noch nicht. Jetzt muss ich mal hier wieder ein bisschen hinmachen. Ich habe eigentlich keinen Big Boot. Kein Big Boot, das wäre cool. Dann würde ich den Bogen Dings auch so ansetzen. So. Symbol Drop. Und jetzt kommt der Leg Drop. Wird bestimmt wieder lecken, kurz vor Impact. Vor allen Dingen, weil ich dann auch noch die 360 Cam wieder anmache. Oh! No, doch nicht! No, doch nicht! Nein, doch nicht! Zack! Did you see that? Und das Cover! 1, 2, and 3! You don't believe it! Oh! Jeffrey hat eine Sprühdose in der Hand. Was wird er schreiben? Wird es sein Stop the NWO? Er brandmarkt ihn. Er brandmarkt ihn sozusagen. Ja. Was schreibt er nur? NWO durchgestrichen. Ui, wie kreativ. irgendwas Schlechtes. Irgendwas Schlechtes wird als Resultat von diesem passieren oder so. Kommen. Wie auch immer. Ah, guck mal. Immer abwechselnd. Nee, doch nicht. Doch. Oben loose auf rechts, dann loose auf links und dann wieder loose auf rechts. Lustig. Nein. Jetzt sind wir bei Raw wahrscheinlich. Ja. Wir befinden uns in den letzten Wochen dieses Let's Plays. Start Program! One-on-Two-Match? Warum das denn? Wer? Achso, Vince McMahon ist ja auf deren Seite. Ich erinnere mich. Belongs to us. Alright. Noch einen kurzen Schluck getrunken. Oh, was hat er denn jetzt? Nee, kein Tag Team. Warte, ich habe etwas, was ich dir sagen möchte. Es ist ziemlich komisch, also es ist ziemlich durcheinander. Messed up durcheinander. Dass du die NWO gegen die NWO antreten musst. Ohne jegliche Art von Vorbereitung beim Pay-Per-View. Und es ist sogar ein Handicap-Match, hä? Ja, was ist für dich? Halt dich raus? Halt dich raus natürlich. Was auch immer, ich hab dich gewarnt. Oder ich hab dich nur gewarnt, so. Hurricane! What's up with that? Mal gucken, was er sagt. Hey! Hast du irgendwelche Probleme? Ich bin ein Superheld. Ich werde mir deine Probleme anhören.
Wie kann ich mich herausheben, so wie du? Wie ist es, Superkräfte zu haben? Ich habe keine Probleme. Wie kann ich mich hervorheben, so wie du? Du möchtest populär werden, hä? Nun ja, ich habe eine Idee.